Ja, die Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu Eurotruck Simulator 2. Ja, und es geht weiter. Wir haben ja unseren eigenen LKW und jetzt suchen wir uns gleich mal raus, was wir für eine nächste Tour fahren. Wo sind wir denn? Wir sind in Budapest. Und wo fahren wir denn hin? Da waren wir schon. Debrecen waren wir auch schon. Wie heißt denn das? Bratislava. Findet man da irgendwas? Nein, für Bratislava gibt es nichts. Ja, das kennen wir alles. Da würde ich sagen, fahren wir. Da gibt es am meisten Geld. Dann fahren wir hier nach Banská Bystrica. Genau. Ja, und jetzt ist ja. Den letzten Freitag auf Samstag war ja der große Livestream. Und ich möchte mich nochmal bei allen bedanken. Es hat saumäßig Spaß gemacht. Und wir haben natürlich auch viel Spaß gehabt die ganze Nacht durch. Mit The Hunter, dann was haben wir denn alles gezockt? The Hunter, Minecraft, Landwirtschaftssimulator. Also es war wirklich genial. So, müssen wir jetzt die Fuhre erstmal abholen oder was? Ne, die kriegen wir hier, genau. So. Ja gut, und es gibt Neuigkeiten von SCS. Und zwar, so wie es aussieht, wird es, also so wie sich das anhört, wird an einem World Truck Simulator gearbeitet, oder so ungefähr heißt es, WTS, glaube ich. Und dort soll es möglich sein, sogar miteinander zu spielen. Also so wie sich das anhört, wird es ein Multiplayer. Das wäre natürlich echt super, weil das würde natürlich sämtliche Türen und Toren öffnen, um auch miteinander spielen zu können. Also ich würde mich freuen. Ja, was gibt es sonst noch? Ach ja, genau, es gibt ein Geburtstagskind bei uns, bei mir besser gesagt, in der johnmeyers.de Community. Das ist die Anna und ich grüße dich hier mal und alles Gute zum Geburtstag. Ja, ich mache jetzt nicht ein extra Video für dich, sondern ich grüße dich jetzt einfach mal hier. Ich hoffe, du freust dich dennoch und ja, bleib einfach gesund und munter und dann passt das schon. So, jetzt was mal schauen. Die nehmen wir, okay, Auftrag annehmen. Und dann holen wir die Druckbehälter ab. So. Gut, dann mal ran hier. Und er hängt. So, dann geht's los. 215 Kilometer. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Oh, jetzt habe ich vergessen zu schauen. Naja. Ja, ich habe das Kilroy Multitravic Mod, den habe ich noch drin. Bin immer noch am überlegen, ich hätte gern meinen weißen LKW wieder zurück. Aber irgendwie haut es ja nicht hin. Wenn jemand weiß, woran der Fehler liegt, ich suche immer noch nach dem Grund dafür. Bitte mal Bescheid sagen. Ja. Und grün ist. Ich hoffe, dass heute mal durchkommt, ohne dass ihr irgendwo hängen bleibt oder sowas. Aber ja, jetzt rede mal nicht davon, weil jedes Mal geht's gut, bis ich davon anfange.
und wieder grün. Schön, so eine grüne Welle. Ah, schaffe ich das? Oh, ich hab's geschafft. Ups, da vorne kommt Radar. Also der Blitzer kriegt mich schon mal nicht. Ja. Gut. Da müssen wir mal aufpassen. So, hier kommt gerade ein LKW. Da kommt noch was. Da kommt nichts. Oh, jetzt kommt da was. Ist ja zu verrückt werden. Gut. Sind drüber. Ja, was gibt es sonst Neues? Mal überlegen. Ja, unsere Server wachsen. Also es kommen immer mehr Leute dazu, die was mitzocken wollen mit uns. Und das ist natürlich auch sehr schön. Ups, da ist ein Biker. So, bleib ja drin. Schön. Bin gespannt, wie lange das wir jetzt fahren müssen hier auf der Landstraße. Ich glaube den ganzen Weg durch. Na? Na komm, schleich hoch. Oh mein Gott. Hier ist frei und hier kommt auch nichts. Gut. Na dann mal los hier. Von alter Käfer. Ja, das Pack ist schon cool. Lauter alte, neue Fahrzeuge, so wie man es halt in einem Verkehr erwarten würde. Okay, jetzt ist alles aufgehoben, jetzt hoffen wir mal, naja, kommt eh nix. Ford Mustang. So, jetzt schleich halt mal.
Also meine Maschine ist noch nicht dafür geeignet, so richtige schwere Dinge zu transportieren. Wie schwer haben wir es denn eigentlich? Halt. 22 Tonnen. Der DHL. Muss mal schnell kurz gucken, irgendwas stimmt mit der Musik nicht. Mal schnell kurz anhalten hier. Alter. Aber wieso ist keine drauf gebrummt? Nein. Die Sonnenblumen. Welche Strecke gefällt euch, wenn ihr Euro Truck Simulator 2 spielt? Welche Strecke gefällt euch am besten? Also, da gehen ja wahrscheinlich die Meinungen auch sehr weit auseinander. Und würde mich immer so interessieren. Und Stadtbus, das ist ja auch cool, oder? Schön, 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 schön. Viele, viele verschiedene Fahrzeuge. Deswegen will ich den Mod ja auch nicht rausmachen, aber wie kriege ich mein Fahrzeug wieder in die richtige Farbe? Das ist echt zum verrückt werden. Irgendwie, das Rot schaut schlecht aus, aber man merkt, da sind ein paar Fehler drin von der Farbe her. Und deswegen gefällt mir das nicht ganz. Naja. Ach ja, irgendjemand hat geschrieben, die Musik hört sich an wie Friedhofsmusik. Also Friedhofsmusik ist weitaus was anderes. Also du willst da bei deiner Friedhof oder wenn du mal stirbst auf deiner Musik irgendwie so ja, Bum-Bum-Musik haben. Also wirklich. Manche Leute verstehen es einfach nicht. Aber naja, was soll's, ist halt so Geschmackssache. Also mir gefällt's. So. Alter, verdammt nochmal! Das war jetzt mein Fehler. Ich habe noch gedacht, ich schaff's, ich schau mal nicht. Oh Mann, das ist doch so normal bei mir. Das ist doch echt zum verrückt werden. Mensch, dann setz doch jetzt mal zurück, du. Mann, echt. Der fragt, was passiert? Nee, Gott sei Dank nicht. Na komm, lass mich jetzt vorbei hier. Manometer. Ich bin ja so ein Trottel, verdammt. Na, aber Gleitfahrt, ja. Na?
Ach man, das ist ja wieder super. Haben wir wieder voll scheiße gemacht. Komm, lass mich jetzt noch vorbei. Da. Mann, echt, habe ich ja wieder voll super hinkriegt. Ich bin voll der Superfahrer, volle Möhre. Ach, Mann, echt, das regt schon wieder voll auf. Ah, nur weil ich nicht geschaut habe. Ich müsste doch öfters schauen, verdammt. Ich fahre hier wie auf der Rennpiste. Das ist doch zum wahnsinnig werden. Nur weil es ein Computerspiel ist. Mann, echt. Da ärgere ich mich jetzt gerade voll über mich selber. Wie viel Schaden habe ich jetzt? Naja, 1% am Fahrzeug, das geht eigentlich noch. Naja, ich denke mal, bis zur Folge 100 werde ich es auch drauf haben, zu fahren, ohne dass ich irgendwo hängen bleibe oder jemand mitnimmt oder sonst irgendwas. Tanken müssen wir noch nicht. Wir mal blinken hier. Was hast du trinken hier? Oh, jetzt kommt wieder der Berg hoch. Brauch einfach bessere Maschine. Aber naja. Ja, aber wenn das World Truck Simulation kommt, so, man soll angeblich Wettkämpfe miteinander, also in Wettstreit gehen können. Es soll immer erweitert werden. Also es soll sehr viel dran getan werden. Also man arbeitet dran, aber wann das kommt, weiß ich nicht. Es gibt auf alle Fälle im Internet, kann man da mal nachrecherchieren. Wenn da jemand ein bisschen mehr weiß, bitte schickt mir eine Nachricht. Wenn es geht, vielleicht auch noch mit einer Quelle, wo ihr die Infos her habt, wäre nämlich echt cool. Weil viele warten drauf, dass man Euro Truck Simulator zocken kann im Mehrspieler. Weil das nämlich echt fehlt hier. Das wird jetzt das Spiel sowas von bereichern. Auch viel, auch für die Leute interessant werden, die es jetzt noch nicht haben, weil sie einfach sagen, mir fehlt der Aspekt des Multiplayers. Und heute ist es halt so, die Leute wollen Multiplayer-Spiele. Also ich spiele auch lieber Multiplayer-Spiele wie Singleplay. Außer bei manchen Sachen, da spiele ich lieber für mich alleine, ist ja klar. Porsche, oder? Ich glaube schon. Waren wir jetzt lange auf der Autobahn, verdammt. Warum schleicht er jetzt schon wieder so? Das gibt's doch nicht. Schaut auch cool aus hier durchfahren. Durch die Berge oder Hügel. Durch das Tal. Das ist schon schön gemacht. Voll schön.
Entschuldigung, musste niesen. Ja, komm, ab, gib Gas, Junge, gib Gas. Fahr los, ab, wir sind jetzt gleich am Ziel, mein Freund. Komm. Komm, ein bisschen schneller hier, hup, hup. Muss ich mitschunkeln, oder was? Damit es schneller geht. Wir sind jetzt 600 Kilometer gefahren mit dem Fahrzeug. So. Dann sind wir ja jetzt gleich da. So, Sägewerk. Die Frage, wo müssen wir denn abstellen? Ah, da vorne, okay. Da kommt man ja ganz gut ran an den Parkplatz oder an der Abstellfläche. Aber ich habe mal letztens mal ein paar andere Let's Plays angeschaut von Eurotruck. Also ich muss sagen, ich bleib zwar bei jeder Tour immer irgendwo hängen, aber es gibt Leute, die können nicht rückwärts einsagen. Da bin ich froh, dass ich das schon mal kann. So, wir mit einem Mal rein da. So, steigen wir jetzt auf. Aber ich glaube nicht, das reicht noch nicht. Nee. Bei der nächsten Tour dann. So, da würde ich aber jetzt gleich mal sagen, wenn wir jetzt eh schon hier sind. Wo sind wir denn da? Hier. Ja, warten wir mal anders. Und zwar, so, dann schauen wir nicht mal schnell vor, was vorne für Fracht ansteht. So, was haben wir denn? Ostrava, da waren wir auch noch nicht, da können wir eigentlich auch hinfahren. Krakow, waren wir auch noch nicht, oder? Nee. Wo kriegen wir am meisten? Hier. Okay, fahren wir dorthin. Und wie viele Kilometer sind das? 184, 161. Fahren wir mal eine kleine Strecke. So. So, wo steht jetzt mein Fuhre? Da steht sie. Ich glaube, ich fahre rückwärts sicherer wie vorwärts. Ist ja krass, oder? Gut, so, und die Tour fahren wir dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.